viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Ja. Und nicht alle Tasten schon. So, jetzt sind wir hier drin. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Und das... Ja. Ich bin gespannt. Ob ich hier irgendein abgefucktes Experiment oder so bekomme. Oder Fine Drops. Vault 81. Der freundlichste Vault im ganzen Commonwealth. Denn hier schießen sie nicht sofort bei Sichtkontakt. Boah, voll die übertriebenen Frame Drops. So. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Was? Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseen normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen, so wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Okay. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt, 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Ich glaube, ich müsste sogar genug haben. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Ganz ehrlich, das ist... Das ist mir voll... McNamara. Kommt mir sehr stark bekannt vor aus Fallout New Vegas. Aber das ist nicht zu, sagen. Tatsächlich, das ist mir die 3 Fusionskerne wert. Ein Vault, zu sehen, der noch intakt ist. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum immer ich dich was bitte. Zu arbeiten. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Beeindruckend, dass du den Vault so lange erfolgreich am Laufen gehalten hast. Danke, das habe ich dem Aufseher vor mir zu verdanken. Hier wären einige anderer Meinung. Sie glauben, dass es ein Fehler war, dem Commonwealth die Türen zu öffnen. Interaktion ist eine gute Sache. Das Commonwealth verbessert sich. Das habe ich auch gehört, aber der Weg ist noch sehr weit. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Ja. Natürlich. Hier sind sie. Danke. Dr. Penske wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner... Begleitung? Ich erlaube es. Der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Lass mich nicht bereuen, dich hier reingelassen zu haben. Hey. Jetzt, da du es hier reingeschafft hast, werden wir dich im Auge behalten. Tu uns also einen Gefallen und benimm dich. Bilde dir nur nichts darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Boah.
Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Bin hier, um ein bisschen Handel zu treiben. Na dann beeil dich. Muss nicht sein, dass Leute wie du hier rumlungern. Was hast du denn gegen Leute von draußen? Ihr Leute von draußen versucht immer nur, uns auszunutzen. Ihr seid nichts als egoistische Tiere. Ich komme ebenfalls aus einem Vault. Ist mir egal, woher du kommst. Jedenfalls nicht von hier. Voll die blöde Kuh. Gut, die hat bestimmt ihre Gründe. Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deinen Bestand aufstocken möchtest. Na, danke. Dann schaue ich mal, was das ist. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Ich habe gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Um den Ort hier hat sich wirklich jemand gekümmert. Hey, Ashes. Was machst du denn hier oben? Ja. Wow. Ashes, wo willst du hin? Ash! Verdammt. Das wird Aaron nicht gefallen. Katze, bleib hier! FPS, bleib auch hier! Los, fang die Katze ein. Ich lauf einfach mal der Katze hinterher. Oh, Alter, diese FPS! Was ist nur mit der FPS los? Oh, Alter. Holt die Katze! Fangt sie, tötet sie, whatever. Gesucht, tot oder lebendig? Hä, wo ist die Katze jetzt hin? Ah, da. Ashes, geh nach Hause. Aaron vermisst dich. Hat sich doch gelohnt, dem scheiß Vieh hinterher zu laufen. Warte, wie schnell ist denn das bitte? Ich wollte nur mal wegen der Ladeanimation schauen. Boah, aber echt geil. Diese Katzen, diese undankbaren Mistviecher. Genauso wie die scheiß FPS. Die geht übelst ab. Ganz ehrlich, was habe ich dir getan, FPS, dass du jetzt auf einmal so scheiße bist? Aber so übelst. Ich hoffe mal, dass dieser Pip-Boy da dir gehört. Hallo. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts, aber... Meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen macht mir Angst. Das Commonwealth, das ist alles so unvorhersehbar. Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hatte. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Warum die langen Arbeitszeiten? Wir müssen dafür sorgen, dass uns das Dach über dem Kopf nicht einstürzt. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Jo, Digga.
ist durch ein Terminal gesperrt. Okay. Tut mir leid wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Okay, genauso wie die FPS-Drops. Gut gemacht, das mit der Katze. Ich war mir sicher, dass Ash es längst tot war. Dürfte ich kurz mal, Officer? Keine faulen Tricks. Na, bevor ich das mache. Hoffentlich machst du keinen Ärger. Entschuldigung. Ich möchte nichts Negatives über dich hören, verstanden? Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass ich mit ihm reden könnte. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Ich finde mich so geil vom Design her. Ohne Scheiß. Also ich finde, damit ist so ein bisschen richtig gutes Stalker-Feeling. Boah. Gruselig. Also ist das gruselig. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Eigentlich würde ich jetzt echt so gerne. Aber... Ja. Warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Klar, aber ich zahle dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Fang hier an. Ja, was willst du mit deinem scheiß Kronkork? Du hast hier nicht mal eine normale fucking Währung hier. Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Gut zu wissen, Austin. Danke. Ich habe dir doch gesagt, dass ich was weiß. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Ja, und gegen die FPS, die mich hier... Kürre macht. Alter. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Sie ist wahrscheinlich korrupt. Aufseher wie? Irgendjemand muss ja das Sagen haben. Nun, wenn du sie brauchst, weißt du jetzt, wo du sie findest. Nächster Halt, deiner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. So, jetzt beruhigt sich gerade die FPS. Nee, doch nicht. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Ich bin ja wie Hagrid. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Ich komme her, wenn ich hungrig bin. Mir gefällt es hier. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Und ich krieg gar dir gesagt, nicht. Dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Cam. Oma zwingt mich dazu. So. Guten Tag, Mister. Ma'am. Austin? Deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Meine Kehle durch... Wenn ich eine neue Frisur brauche, komme ich hierher. Ich hasse es, wenn meine Haare geschnitten werden. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Moment. Nett. Nice.
lebe bei ihr, aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Oh. Okay, Ronald Weasley. Ronald Weasley. Führ mich zu deiner Oma. Da. Hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Ihr bekommt nichts vom Commonwealth? Nein. Oma baut hier alles an. Sie ist sehr schlau. Nächster Halt, Miss Katie. Boah, das ist eigentlich voll geil, vor allem, weil man bedenkt, wie wenig ist. Komm schon, beeil dich! Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest? Doch, musste ich aber. Holy shit, ist das riesig. Das ist echt übertrieben. Alter! Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Gibt es viele Kinder im Vault? Nicht so viele. Der Aufseher sagt, dass wir Bevölkerungskontrolle einsetzen. Was auch immer das ist. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ah, das ist die mit dem knackigen Arsch. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Ja. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Okay, Knackarsch Katie. Gut zu wissen. Ja, ich schaue hier tatsächlich hinterher. Alter, wie riesig. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Warst du schon mal krank? Nur Erkältungen oder so. Hier wird fast niemand krank. Mr. Somerset hat sich aber einmal den Fuß gebrochen. Er hat einen großen Gips bekommen und musste mit Krücken laufen. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hätte mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Woher wusste überhaupt Erin, dass ich komme? Hey, geil, der Junge hat auch einen Pip-Boy. So ein Mini-Ärmchen für so eins, wie der es hat. Guck mal, ich habe einen großen Pip-Boy und er hat so einen mini-kleinen. Wobei, nee. Ich glaube, die sind gleich groß. Lol. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück. Oder nee? Nee, die sind doch unterschiedlich groß. Oh, die malen da. Voll nett. Erin, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Sie schläft gerade. Egal. Ach, das ist deine Katze, die ich hier gerade gerettet habe. Alles Klärchen. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Ja, das bin ich. Wow, jemand aus dem Commonwealth. Das ist so cool. Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich allen zu zeigen. Ah. Und dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Wie kann es hier draußen einen solchen Ort geben? Oh. Nein, 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 nein. Ich gehe dann mal raus. Musst nicht auf mich warten. Radio, wo bist du? Aber ich brauche hier deine Hilfe. David, wo ist das verdammte Radio? Ich muss es ausschalten. Ja, lasst mich mit eurem Kind zu Hause. Hey, Kleine. Denn sie schläft. Schon okay. Ich weiß, wie ich mich vergnügen kann. Der coole Sound von Diamonds. Ashes! Du hast ihn gefunden! Vielen Dank! Ich hatte solche Angst um ihn. Schützt euch und eure Familie. Gern geschehen. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. Ashes! Böses Kätzchen.
Ich habe mir große Sorgen gemacht. Und Mama wird mich zwingen, dass ich dich bade. Ich weiß, ich mag das auch nicht. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Hallo. Du bist echt der Beste. Kaum zu glauben, dass du ihn gefunden hast. So, aber ich muss weiter überquatschen. Ja? Ich muss in den Raum rein. Es geht um GEMA und Tod. So. Hey, Austin. Jetzt nicht schlafen gehen, du Arsch. Ich hab dich gerade angesprochen. Und der Zuckerbomben da versteckt. Alter, voll das geile Detail. Das hier Naschzeug. Ich kann es kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Austin. Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Oma ist ziemlich toll. Zumindest mir gegenüber.